Du hast das Gefühl, es kommt was von außen und es zieht dir einfach die komplette Grundlage weg. Das reißt dir den Boden unter den Füßen weg. Es ist wie ein schwarzes Loch, in das man reinfällt und man kann aber selber nichts dafür. Es ist wie so ein Hammer, der so draufhaut und sagt, so, und jetzt kannst du nichts mehr tun. Dir wird irgendwie alle Drähte nach außen werden gekappt und du bist jetzt einfach für dich alleine und musst irgendwie warten, dass was kommt, was es wieder besser macht, weil du selber kannst nichts tun. Ich hatte wirklich Angst, dass die Dinge, die ich gemacht habe, dass sie nicht mehr wichtig sind, dass es gar nicht mehr da ist, die Musik, die ich gemacht habe, die Gedanken, die ich damit verbunden habe und das nach außen tragen natürlich. Und auf einmal hast du das Gefühl, du verschwindest. Das ist auch das, was einfach einem dann an die Existenz geht. Soforthilfe beantragen. Es hat Gott sei Dank geklappt. Das hat mich über die schlimmste Zeit hat mir das ein bisschen geholfen. Aber das heißt ja nicht, dass dann auf einmal plötzlich wieder alles da ist und man das wieder reinholen kann. Also ganz im Gegenteil. Und dann habe ich halt wirklich versucht, auch Konzerte zu machen online, für die Leute auch Online-Tickets kaufen konnten oder natürlich auch spenden durften. Das haben einige getan und jeder Einzelne, der das gemacht hat, hat damit so eine Also so ein gutes Gefühl in einem ausgelöst, wenn man das wusste, man wird doch wertgeschätzt für das, was man tut. Und es gibt genug Leute, die können das nachvollziehen. Klar, man weiß nie, wie es weitergeht, aber ich habe halt gedacht, ich kann doch jetzt nicht alles einfach mir aus der Hand nehmen lassen und das einfach fallen lassen und sagen, naja, jetzt mache ich halt das einfach auch gar nicht mehr weiter. Es geht gar nicht. Und habe halt dann wirklich versucht, aus dem, was ich noch hatte, das Beste rauszuholen. Politik muss die Kulturschaffenden ernst nehmen, wirklich ernst nehmen und die unterstützen. Die müssen wirklich gucken, dass man da jeden einzelnen Fall ganz konkret und wichtig behandelt und diesen Leuten schnell und direkt finanziell hilft. Also wenn die Infektionszahlen jetzt wieder ansteigen und es alles so schlimm wird, dass man wirklich wieder einen Lockdown haben muss, dann ist es für mich einfach wieder total der Schlag.